Hallo, hier ist Elke von meinem YouTube-Kanal Hallo Elke. Und ich bin in Los Angeles in Amerika. Und jetzt schätzt mal, was ich heute für euch koche. Richtig, einen ganz normalen, amerikanischen, echten, dicken, fetten Hamburger. Was ihr braucht, um einen typischen Hamburger zu machen, ist frisches Sirloin Beef, dann Mayonnaise, Pickles oder auch saure Gurken eingelegt genannt, dann eine Beefsteak-Tomate, frische Eisbergsalat, frischen würde ich sagen, ja, man könnte auch andere nehmen, aber Eisbergsalat, dann eine weiße Zwiebel, frisches Hamburgerbrot, Cheddar Cheese, Salz, Pfeffer, Steaksoße, die bekannteste ist natürlich A1 und Paprikagewürz und ein bisschen Knoblauchgewürz, würde ich sagen. Das war's. Hallo, hier ist er, mein erster amerikanischer Hamburger. Der ist richtig toll, der schmeckt richtig gut. Ich sag euch, wie ich es gemacht habe. Das Fleisch, jede Seite 3 Minuten auf dem Barbecue. Dann das Brot aufgeschnitten, ein Blatt Salat, Mayonnaise, der Burger. Vorher kommt natürlich auf den Grill, auf den Burger noch für 30 Sekunden. Eine Scheibe Käse, dann Tomate, Zwiebeln, Pickles, also saure Gurken eingelegt, wieder ein Blatt Salat und die bekannte Mayonnaise. Und dann quetschen wir das zusammen. Lecker, lecker. Elkes Hamburger aus L.A. Buon appetito! Mm.